Hallo, nach etwa 6 Monaten Nutzung möchte ich euch meine Erfahrung mit dem T440p mitteilen. Wir hatten im Dezember 2013 überlegt, einige Arbeitsplätze auf neuere ThinkPads umzurüsten. Seit ich dabei bin hier, also seit etwa 10 Jahren, haben wir ThinkPads im Einsatz. Damals noch von IBM, jetzt werden sie mittlerweile von Lenovo gefertigt. Und die Geräte zeichnen sich aus durch eine relativ gute Qualität, durch einfache Aufrüstbarkeit und auch durch eine flexible Ausstattung. Das heißt, die haben zum Beispiel serienmäßig einen Dock-Anschluss. Und so ein Dock, das ist einfach ein Gerät, das stellt man auf den Schreibtisch und dann kann man da Maus, Monitor, Tastatur alles anschließen. Und wenn man an seinen Schreibtisch kommt, dockt man das Gerät einfach an und es wird dann automatisch aufgeladen, die Monitore gehen an und man kann es wie einen vollwertigen Desktop-PC dann auch im Büro nutzen. Das ist natürlich relativ praktisch, wenn man nicht noch separate Büro-PCs anschafft und dann noch den Außendienst dann Laptops mitgeben muss. Ja, die Geräte waren wie gesagt bisher immer relativ robust und ohne Fehler von IBM und auch die ersten Serien von Lenovo waren relativ gut. Beim T440p haben wir einige negative Erfahrungen gemacht. Da komme ich aber nochmal später im Detail drauf. Wenn ihr euch für so ein Gerät interessiert, ist vor allem wichtig, dass ihr euch nach Möglichkeit bei der Auswahl des Gerätes auf das Display und die verwendete CPU beschränkt. Das heißt, bei den Displays gibt es drei Varianten: niedrig auflösendes, ein mittelauflösendes und ein Full-HD-Display. Nur das Full-HD-Display ist ein IPS-Display. Das heißt, das ist relativ blickwinkelunabhängig. Und das würde ich euch auch schon ans Herz legen, weil Full-HD passt auch zur Größe vom Display relativ gut. Und es ist halt ein besseres Display. Und beim Prozessor könnt ihr auswählen zwischen einem i3, einem i5 und einem i7, wobei da noch einzelne Abstufungen darunter vorzunehmen sind. Und der i7 ist auch als Quad-Core erhältlich, das heißt, wenn man richtig Rechenpower in dem Gerät haben möchte, dann kann man sehr gut zu diesem i7 greifen und hat dann eine relativ gute Workstation, in der man auch zum Beispiel so ein bisschen Videoschnitt nebenbei machen kann. Bei dem Arbeitsspeicher und bei dem Massenspeicher, da solltet ihr euch nicht festlegen, wenn ihr das Gerät auswählt, weil diese beiden Sachen könnt ihr sehr, sehr einfach selbst austauschen. Man muss nur hinten zwei Schrauben am Gerät lösen und dann kann man den Massenspeicher und den Arbeitsspeicher einfach austauschen. Zumal halt die Optionen für Massenspeicher und für Arbeitsspeicher bei Lenovo selbst sehr teuer sind. Da könnt ihr euch lieber auf dem freien Markt eine aktuelle SSD besorgen und 16 GB Speicher und das nachträglich einbauen. Da fahrt ihr viel günstiger, als wenn ihr das direkt von Lenovo fertig voll ausgestattet kauft. Dann kommen wir jetzt zu den Bugs, die wir an dem Gerät festgestellt haben. Sofort nachdem die Geräte eintrafen, bei den Quad-Core-Geräten war es so, dass die Bildschirme flackerten und immer so eine Warnmeldung kam, dass sich das Gerät jetzt im Flugzeugmodus befindet, weil das Netzteil nicht genug Leistung bereitstellt. Es gab dann relativ große Vermutungen im ThinkPad-Forum, woran das liegen könnte. Erst wurde vermutet, dass es ein Treiberproblem ist. Wir haben aber dann relativ schnell herausgefunden, dass es ein Netzteilproblem ist. Und zwar sind diese Netzteile fehlerhaft teilweise. Ich zeige das euch mal in einer Nahaufnahme, wenn da hinten eine 66 auf dem Netzteil steht, dann ist es eines dieser fehlerhaften Netzteile, die müssen alle ausgetauscht werden gegen die 62 am Ende. Wenn ihr aber die Geräte jetzt so Mitte 2014 kauft, sollten eigentlich nur noch die neueren Netzteile, die fehlerfrei sind, im Handel sein. Darüber hinaus gab es einen Bug, dass wenn man auf den Geräten im UEFI-Modus Linux installiert hat, sich die Geräte gebrickt haben, also die Geräte dann kaputt waren und zum Service mussten. Das wurde mit einem BIOS-Update mittlerweile behoben. Darüber hinaus ist aber bestehen geblieben das Problem von flackernden Displays, wenn man die Geräte mit einem Dock betreibt. Und zwar gab es da zwar ein Firmware-Update, was dieses Problem beheben sollte. Und es ist auch wesentlich besser geworden. Es flackert jetzt nicht mehr den ganzen Tag. Aber sobald zum Beispiel Sonne auf die Docks scheint und die so ein bisschen wärmer werden, fangen alle Displays trotzdem an zu flackern. Das heißt, das Dock ist nur einsetzbar, wenn man wirklich einen schattigen Platz hat und es dann auch halbwegs klimatisiert ist, weil wenn es über 25 Grad geht, beobachten wir auch wieder so ein verstärktes Flackern der Monitore. Und das ist so schlimm, dass es halt so im 10-Sekunden-Rhythmus anfängt zu flackern, sich der Monitor abmeldet, wieder anmeldet, dass die Geräte damit unbenutzbar sind. Das heißt, wenn ihr euch für das Dock interessiert, seid vorher gewarnt, das könnte zu diesem Problem kommen. Wir haben auch die Treiber fortwährend aktualisiert, daran liegt es auf jeden Fall nicht. Das Firmware-Update ist auch eingespielt. Das Problem besteht einfach noch so ein bisschen weiterhin. Wenn ihr das Gerät kauft, prüft das und wenn ihr das Problem habt, bis jetzt ist keine Lösung dafür bekannt, dann müsst ihr es umtauschen, müsst euch ein anderes Gerät kaufen. Das nächste Problem sind ratternde Lüfter. Viele Geräte werden ausgeliefert mit einem Lüfter, der von Anfang an rattert. Da kann man den Vor-Ort-Service bestellen, der dann den Lüfter austauscht oder ihr tauscht das Gerät einfach um innerhalb der 2-Wochen-Frist. Auch da ist es ein Problem der Qualitätssicherung von Lenovo. Es werden immer noch Geräte mit ratternden Lüftern ausgeliefert. Warum das so ist, weiß nur Lenovo. Es ist wahrscheinlich billiger, darauf zu hoffen, dass möglichst wenig Kunden reklamieren, als von Anfang an eine ordentliche Qualitätssicherung am Werk durchzuführen. Dann gab es noch ein Problem mit defekten Netzteilbuchsen. Das waren aber nur so die ersten Chargen, die davon betroffen waren. Das Gerät sollte, das Problem sollte mittlerweile behoben sein.
Ob das letzte Problem noch besteht, weiß ich nicht so recht. Es gab noch ein Problem mit Intel Rapid Boot, wenn das in dem BIOS eingestellt war und man hat zum Beispiel eine Samsung 840 Pro verwendet, konnte es dazu führen, dass entweder die SSD kaputt geht oder die SSD im besten Fall irgendwann sich selbst löscht. Von daher die Empfehlung, schaltet das Intel Rapid Boot ab. Es bringt sowieso im Ergebnis einfach nichts, wenn ihr SSD eingebaut habt und führt nur zu Problemen. Ja, so viel zu den ganzen Bugs, die das Teil hatte. Und also da ist wirklich die ganze Palette vertreten gewesen. Von das Gerät bürgt sich selber, von das Gerät bürgt die SSD, von die Monitore flackern, von ratternden Lüftern bis zu kaputten Netzteilen. Da ist die Qualitätskontrolle von Lenovo einfach völlig im Eimer und damit auch das Image von den Geräten, weil das war immer so das Kriterium, warum man sich die ThinkPads kauft und warum man ein paar hundert Euro pro Gerät mehr auf den Tisch legt als Businesskunde, damit man eben anständige Qualität bekommt. Und was man jetzt von Lenovo geliefert bekommt, ist teilweise einfach eine Lotterie und absolut eine Zumutung für die Kunden. Und wir haben immer noch nicht entschieden, wie wir jetzt weiter vorgehen, ob wir jetzt doch noch wieder die Lenovos anschaffen oder einen anderen Hersteller. Da sind wir noch in der Eruierungsphase, aber nur für euch zur Rückmeldung, erwartet nicht die Qualität, die ihr von IBM damals gewohnt seid. Wenn wir uns das ThinkPad T440p ansehen, sieht man hier die matte Oberfläche. Die ist auch relativ resistent gegen Fettglitscher, ganz im Gegensatz zu der früheren Beschichtung. Natürlich fallen auch direkt hinten die großen Display-Scharniere auf. Was es nicht mehr gibt, sind die kleinen Hebelchen zum Entriegeln des Displays. Da ist es so, dass man auf diese Hinges verzichtet hat und dadurch der Display-Deckel wesentlich dünner geworden ist. Wenn man sich das Gerät dann anschaut, fällt auf, dass das Touchpad wesentlich größer geworden ist und dass es keine dedizierten Tasten mehr zur Auslösung der Maus gibt. Also die Maustasten sind weggefallen, das nannte sich ja früher UltraNav. Das ist jetzt hier integriert. Das finde ich nicht ganz so schön, weil jedes Mal, wenn man mit dem Checkpoint arbeitet und klicken möchte, muss man halt wirklich klicken. Nur mit Touch funktioniert es nicht so wirklich gut, weil die Touch-Funktion empfehle ich auch direkt auszustellen, wenn man mit dem Checkpoint arbeitet, denn sie erkennt komischerweise nicht, wenn man den Handballen auflegt, was dazu führt, dass wenn man den Checkpoint benutzen möchte, ständig der Mauszeiger hin und her springt, weil der Handballen irgendwas auf diesem riesigen Trackpad hier auslöst. Dann erkennt man noch den neuen Fingerabdrucksensor, der hat sich geringfügig geändert. Den kann man jetzt auch nicht mehr dazu verwenden, das Gerät anzuschalten, sondern man muss es immer erst über den Knopf anschalten und kann dann den Fingerprint wieder nutzen. Auch weggefallen sind die Status-LEDs am Gerät. Man sieht jetzt nur noch über die grüne LED, ob es eingeschaltet ist oder nicht, beziehungsweise im Deckel leuchtet dann auch die LED genauso wie die grüne LED innen leuchtet. Wenn wir uns die Anschlüsse vom Gerät anschauen, sieht man bei dieser Variante hier einmal den VGA-Port. Hier ist der Lüfterauslass. Dann Anschluss für Kopfhörer, Mini-Display-Port, ein Superspeed-USB-Anschluss, noch ein zweiter Superspeed-USB-Anschluss und ein Card-Reader, der auch SDXC-Karten liest. Und der ist entweder über PCIe oder aber über USB 3.0 angebunden, denn der ist sehr, sehr schnell beim Lesen von Karten. Hier auf der Vorderseite gibt es keine Anschlüsse mehr. Früher gab es hier ja noch einen Schalter für WLAN, der ist jetzt hier nicht mehr auf der Vorderseite vorhanden. Auf der zweiten Seite sieht man dann hier noch einen normalen USB-Anschluss sowie noch einen Powered USB-Anschluss, einen Smart Card Reader und das Laufwerk, mit dem man DVDs lesen und schreiben kann. Blu-rays kann das wohl in den allermeisten Fällen jetzt nicht mehr. Ich habe zumindest bei uns keine Konfiguration gesehen, die auch Blu-rays lesen könnte. Und hier hinten ist noch ein Anschluss für einen Kensington-Lock, wenn ich das richtig sehe. Auf der Rückseite ist der Anschluss für Gigabit Ethernet und hier auf der Seite der Anschluss für das Netzteil, wobei sich hier der Netzteilanschluss geändert hat. Früher war der ja rund, hier hat Lenovo jetzt ein neues Verfahren verwendet. Und dann sieht man noch den zweiten Lüfterauslass, der geht hier hinten über Eck. Auf der Unterseite ist es jetzt relativ einheitlich. Früher gab es ja viele kleine Klappen. Jetzt gibt es nur noch eine große Klappe und hier hinten den Dock-Anschluss. Den Akku kann man hier über die beiden Laschen entriegeln und auch beim Akku gibt es wieder neue Akkus. Man kann also nicht die Akkus der alten ThinkPads hier weiterverwenden. Wenn man die Wartungsklappe hinten öffnen möchte, muss man diese beiden Schrauben lösen. Wenn die Schrauben gelöst sind, kann das Cover einfach abgezogen werden. Und man sieht dann hier den Schacht für die Festplatte. Da habe ich jetzt aber eine Samsung SSD nachgerüstet. Hier sind die beiden Slots für den Arbeitsspeicher.
Und hier hinten sind dann noch die Anschlüsse für kleine Erweiterungskarten. Früher gab es ja PCIe und MS-ATA. Das sind jetzt beide, soweit ich weiß, diese neuen M2-Anschlüsse. Hier drunter befindet sich die CPU und hier die GPU. Dieser Lüfter lässt sich relativ einfach auswechseln. Man muss ja nur die Schrauben von der CPU lösen und da hinten nochmal eine Arretierungsschraube. Und dann kann man das gesamte Lüfter-Array, bestehend aus Kühlkörper und dem Lüfter, herauslösen. Wobei hier natürlich noch dieses Kabel für den Lüfter zu lösen ist. Hier bietet Lenovo aber relativ gute Videoanleitungen, wie welches Teil hier hinten zu tauschen ist. Dann kommen wir jetzt zu so einem kleinen Fazit. Also die Geräte sind immer noch verhältnismäßig solide gebaut, leiden aber unter den ganzen genannten Bugs. Toll ist natürlich, dass man auch einen Quad-Core bekommen kann, wobei hier noch zu erwähnen wäre, dass der Quad-Core bei voller Auslastung runtertaktet. Das heißt, wenn man zum Beispiel Videos schneidet, taktet er relativ stark runter. Da haben wir herausgefunden, dass es am besten ist, den Quad-Core auf 80% Leistung in der Systemsteuerung und in den Energieeinstellungen zu drosseln, weil er dann insgesamt noch mehr Leistung bringt, als wenn er immer bei 92, 94 Grad Celsius anfängt runterzutakten, weil er dann weiter runtertaktet, wieder ein bisschen hochtaktet, wieder noch weiter runtertaktet und sich so dann die Handbremse immer weiter anzieht und es dann besser ist, das Gerät von Anfang an auf 80% Leistung zu reduzieren. Noch wieder ein Bug mehr für die Liste. Wenn man die Bugs aber kennt, ist das Gerät relativ brauchbar, wenn die Bugs einen persönlich jetzt nicht betreffen. Das heißt, wenn ich eine Empfehlung für das Gerät aussprechen möchte, dann nur vorbehaltlich dessen, dass einen die Bugs persönlich nicht betreffen. Und wenn man die Entscheidung dann bewusst fällt, sich das Gerät trotz dieser Bugs zu kaufen, ist es ein relativ robustes Gerät und hat auch relativ tolle Aufrüstoptionen und kann dann eine sehr, sehr gute Wahl sein. Was noch zu erwähnen ist, dass Lenovo mit der neuen Modellgeneration die Netzteilbuchsen ausgetauscht hat. Das heißt, die alten Netzteile könnt ihr nicht weiterverwenden. Ihr könnt die alten Docks nicht weiterverwenden. Ihr braucht neue Docks. Ihr müsst neue Akkus kaufen, weil die alten Akkus nicht weiter zu verwenden sind. Darüber hinaus wurde das Tastaturlayout geändert. Das gefällt auch nicht jedem wirklich gut. Dann fehlen die LEDs als Statusanzeige. Und bei dem Touchpad ist jetzt so ein relativ riesiges Clickpad drin, was halt nicht wirklich brauchbar ist, wenn man das Ganze über einen Trackpoint bedienen möchte, weil man mit dem Handballen halt immer irgendwie darauf rumtoucht. Das muss man dann im BIOS wiederum ausstellen. Und trotzdem fehlen einem dann, wenn man den Trackpoint bedient, die normalen dedizierten Tasten, also die ehemaligen Ultranav-Tasten. Wenn man sich dieser ganzen Probleme bewusst ist, wie gesagt, kann das Gerät für einen passen, aber insgesamt muss ich sagen, bin ich schwer enttäuscht von dem, was